Ja, seid gegrüßt auf dem Handwerkkanal. Das Thema ist heute Luftheberbau und es geht darum, wie wir uns den Halter bauen. Den Halter für den Tellerbelüfter, den ihr rechts seht, um den an dem Trichter, den ihr links seht, zu montieren. Ja, das ist jetzt folgendermaßen. Ich zeige es euch mal vom Prinzip her. Wir haben hier einen großen Teller, wir haben hier einen Trichter, da brauchen wir hier einen gewissen Spalt und das Ganze soll verbunden sein. Jetzt haben wir hier auf der Rückseite, da machen wir eine Leiste, hier eine Bohrung, dann tun wir die Leiste hier verschrauben. Die Leiste hält hier über das 3/4 Zoll Gewinde. Und da wird gleichzeitig auch die Luft zugeführt. Dreh es mal rum. Also die Leiste geht jetzt unter dem Teller durch, kommt dann seitlich raus, hier. Und dann fahren wir hier ein Stück hoch. Hier ein Stück hoch mit einer zweiten Leiste, die dann hier endet und hier verschraubt wird. Und dieses Stück wird hier verschraubt und auf der anderen Seite genauso. So, jetzt haben wir hier, habe ich uns eine PVC-Platte besorgt. Das ist jetzt einen halben Meter auf einen halben Meter, 5 mm stark. Also 5 mm in PVC ist schon recht solide, lässt sich nur schwer verbiegen. Wir brauchen nicht den ganzen halben Meter. Der Trichter hat außen, der Trichter hat innen jetzt, den ich hier habe, 35,5, außen sind es ungefähr 36 cm. Das heißt, ich zeige es euch jetzt mal, wie wir es machen würden. Wir zeichnen uns hier jetzt einen Streifen an. 5 cm breit würde ich den machen. Dann gehen wir hier rüber. Wie gesagt, das kommt jetzt auf euer Trichter, euch auf euer Teller an. Das sind 36 cm beim kleineren Teller oder Trichter auch ein bisschen kürzer, so dass ihr eben am Trichter vorbeikommt. Jetzt würde man anzeichnen hier, wie gesagt, 36 cm, 5 cm breit und mit der Stichsäge das aussägen. Da kommt es jetzt nicht auf einen Millimeter an, nicht auf die Schönheit, sondern eher hier auf die Länge, die Breite, wenn ihr hier eine kleine Welle drin habt, ist das nicht dramatisch. Dann haben wir diesen Streifen ausgesägt. Dann kommt hier der Lochbohrer ins Spiel. Da habe ich mir extra jetzt noch einen 27er besorgt. Und zwar deshalb, der Trichter hat hier ein 3/4 Zoll Gewinde. Und das 3/4 Zoll Gewinde, das hat einen Außendurchmesser sowas von 26,4 mm. Das heißt, wenn ihr einen 25er Lochbohrer nimmt, eine Lochsäge, dann müsst ihr das noch ein bisschen ausreiben. Wenn ihr einen 30er nimmt, dann hat es noch einiges Luft. Deshalb habe ich mir jetzt hier den 27er besorgt. Und dann hat es eine Kleinigkeit Spiel, aber nicht mehr viel. Das heißt, hier auf dem ausgesägten Streifen bohren wir jetzt dann mittig. Da zeichnet man sich die Mitte an. Bohren wir uns mittig ein Loch rein. Und dann haben wir schon mal die Grundplatte, den Grundstreifen und dann geht es mit dem weiter. Genau, ich habe jetzt mein Werkzeug noch nicht parat. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt den Streifen aussägen, das Loch bohren. Und im zweiten Video machen wir dann einfach weiter mit der Befestigung. Dann seht ihr, wie der Streifen aussieht und wie ab dem Streifen dann weitergearbeitet wird. Das Ganze habe ich schon mal im anderen Video kurz angerissen, das da hieß Luftheber mit Trichter selbst gebaut. Da seht ihr das im Überblick. Und jetzt gehen wir halt einfach auf die Details noch ein bisschen genauer ein. Wenn jetzt jemand gar keine Idee hat, dann kann er im Prinzip nach der Anleitung sich das Material besorgen und entsprechend
dann die Halterung bauen. Gut, mit dem weiteren Material, das wir hier übrig haben, können wir uns dann die Seitenstreifen bauen, um hier dann von dem Täler hochzufahren, links und rechts die Verbindungsstücke. Und wenn wir fertig sind, dann hängt der Teller Huckepack unterm Trichter, so mit auch wieder ungefähr 5 cm Abstand, lichtes Maß, und eben fest verschraubt, so dass ihr das Ding als eine Einheit bewegen könnt und der Abstand auch immer gleich bleibt. Gut, das war's mal als erster Einblick. Wie gesagt, im zweiten Video machen wir dann mit der Leiste und der Montage der Teile weiter. Bis dann, ciao.